Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein weiteres Lego Star Wars Assembling. Diesmal aus der neuen 20 Years Reihe, also neu auf meinem Kanal, so neu sind die Sets ja auch nicht mehr. Die 75243, die Slave One in der 20th Anniversary Edition. Insgesamt gibt es 5 Sets aus dieser 20 Jahre Kollektion. In jedem Set ist eine Minifigur enthalten, wie sie damals vor 20 Jahren ausgesehen haben, wie hier zum Beispiel Prinzessin Leia, noch als gelbe Minifigur mit gelben Händen und gelbem Kopf. So sahen die Minifiguren nämlich früher aus, vor 20 Jahren, in den ersten Lego Star Wars Sets. Und ja, die kann man dann sammeln, 5 verschiedene insgesamt. Und die werde ich auch alle zusammen sammeln und euch dann hier auch präsentieren, die einzelnen Sets. Kommen wir zum Inhalt des Ganzen. Neben dem Modell der Slave One sind noch Minifiguren enthalten. 5 sind abgebildet, aber das würde ich als Minifigur zählen. Das sind 4 Minifiguren: Boba Fett, Forlorn oder 4LOM, Zuckus, Han Solo und dann eben Han Solo in Carbonite. Das ist ja dieser Carbonitblock, indem man dann Han Solo die Minifigur auch hinten reinstecken kann und dann kann der geschoben werden in die Slave One rein. Genau, dann schauen wir uns das Ganze auf der Rückseite aus an. Da sieht man noch die anderen Figuren, die es noch zum Sammeln gibt hier in den anderen Sets. Wir haben noch Luke Skywalker, Lando Calrissian, Darth Vader und Han Solo. Auch hier der Blaster, so sahen die Blaster früher aus. Einfach so ein Megafon mit so einem gelben Stud vorne drauf. Hier dann noch ein paar Bilder von der Slave One. Und wie man damit spielen kann, quasi hier noch ein Bild der, ich glaube, der ersten Slave One müsste das sein. Celebrate 20 years of Lego Star Wars with this updated version of Slave One, originally released in 2000 als 7144. Genau, die 7144. Each set includes an exact replica of an original Lego Star Wars minifigure. Display stand included. 5 to collect. Genau, und dann gibt es dann hier, dann kann man die aneinander stecken. Da ist so ein Verbindungsstück dann auch dran hier. Dann kann man die alle 5 nebeneinander aufreihen und hat dann so eine 20 Jahre Lego Star Wars Figurenreihe. Ja, mal schauen. Und dann würde ich sagen, wir machen das Ganze einfach mal auf und schauen uns die Anleitung an und dann der Aufbau wird dann wieder in einem Speed-Build erfolgen. Weil, naja, das ist zu lang, um das hier in Echtzeit ablaufen zu lassen. Da würde euch langweilig werden, ich wüsste irgendwann nicht mehr, was ich euch noch alles erzählen soll. So, das ist alles. Und hier ist die Anleitung, recht groß. So, ich lasse das Päckchen mal nach da oben. Wenn das wirklich nur der eine Bogen ist, sind es erstaunlich wenig Aufkleber für so ein großes Modell. Das überrascht mich ein wenig. Ja, schauen wir mal. Also der Stickerbogen hier und dann haben wir hier eine große Anleitung. Ja. 20 years ago. Ah, hier haben wir auch, da haben wir noch das erste Set hier. Die 7144 und jetzt eben die 75243 aus 2019. Na, hier sind auch die anderen Sets nochmal abgebildet. Dann haben wir dann noch hier mit dem Han Solo dieses, ich glaube, Imperial Gunship ist das, glaube ich. Dann der AT, ist das ein AT-DP? Ne, der Clone Scout Walker, sowas, genau. Der Snowspeeder und Anakin's Pod Racer. Also noch ein paar Bilder aus hier Transporting Han Solo aus Episode 5. Das hier ist aus Episode 2 dann, wenn sie auf Kamino sind, also ein bisschen hier die Slave One. Und dann kommen wir zur Anleitung. So, hier genau, 8 Bauabschnitte gibt's. Wie dann die Slave One langsam Formen annimmt. Und da geht es auch direkt schon los mit Bauabschnitt 1. Gucken wir noch, wie viele Seiten die Anleitung insgesamt hat. Ist auch mal interessant. Hier in die Teileliste. Ja, Werbung für Lego Sets. Und hier 156 Seiten. Da unten steht's. Haben wir hier. 156 Seiten Bauanleitung. Ja. Und wie gesagt, ein kleiner Stickerbogen mit 7 Stickern. Das ist recht überschaubar. Na gut, eigentlich ja, die 1 gibt es 4-mal. Ja, dann sind es 10 Sticker, aber trotzdem. Das ist überschaubar. Muss ich sagen, für so ein Set sind 10 Sticker doch überschaubar. Gut, dann beginne ich jetzt mit dem Speedbuild und wir sehen uns, wenn das Set aufgebaut ist. Bis gleich!
So, da wäre ich wieder. Bauen abgeschlossen. Wir haben alle 8 Bauabschnitte der Anleitung durchgeackert. Waren wieder erstaunlich wenige Aufkleber. War okay. Die Figur hier ist halt absolut genial, auch mit dem speziell bedruckten Stein hier. 20 Years Lego Star Wars and Princess Leia. Also ist wirklich, ich dachte am Anfang, ich habe nicht so genau hingeguckt. Auf der Packung, ich habe es auch schon gesehen. Ich dachte auch, das wäre einfach nur so eine Fliese, die immer dieselbe ist, 20 Years oder sowas. Aber dass auf jeder auch noch individuell der Name draufsteht, macht die natürlich noch einzigartiger, jede einzelne Fliese. Finde ich ziemlich cool. Das ist dann das Verbindungsstück. Da kann ich dann quasi hier, zack, und die nächste Figur direkt daneben stellen. Oder halt auch mit ein bisschen mehr Abstand, je nachdem, wie man das möchte. Das muss ich mir noch angucken, wie ich das mache, sobald ich die nächste Figur dann habe. Und mit den anderen Minifiguren hätten wir hier. Das ist dann der 4LOM oder 4LOM. Der Kopfgeldjäger. Dann hätten wir hier Zuckus. Weitere Kopfgeldjäger. Alle aus Das Imperium schlägt zurück. Dann hätten wir hier noch Boba Fett. Ich finde, der Kopf sitzt halt, man sieht es ja, der sitzt halt extrem hoch, weil halt auf der einen Seite der Raketenrucksack und das Cape und so, das ist halt, oh Mann, ich konnte noch ein bisschen runterdrücken, sehe ich gerade. Aber trotz allem ist schon eine recht große Lücke dazwischen. Aber gut, was soll's. Ja, Boba Fett hier auch mit seinem Ziel, wie so den er runterklappen kann. Und so, ja, ziemlich nice. Und natürlich Han Solo. Sehr, sehr coole Minifigur. Verschmitzte Grinsen von Solo. Ja, und dann natürlich das Herzstück des Ganzen, die Slave One. Hier in der ganzen Pracht, hier dann, wenn man es aufmacht, ist hier sogar, neigt sich sogar dann dementsprechend, ob man, dass er dann sitzt oder liegt, je nachdem, wie es fährt hier, der Sitz da drin. Ja, der dreht sich immer mit. Das heißt, wenn da eine Figur drin sitzt, hat er hier immer die Kontrollen und so und kann dann dementsprechend das Schiff steuern. Ja, hier haben wir dann die Laserkanonen, die variabel sind. Also dann hier noch 2 Stud-Shooter, beziehungsweise das sind sowieso Pfeile. Hier die Flügel, nenne ich sie mal, sind natürlich auch beweglich, dass man die je nachdem anpassen kann. Und hinten dann noch der Griff, an dem man das Teil dann quasi nehmen soll. Dann kann man wirklich so hier rumfliegen dann mit dem Teil. Das ist halt die Spielfunktion für Kinder. Ich muss sagen, ich würde es mir wahrscheinlich ins Regal stellen und dafür sieht es halt schon richtig geil aus. Die Slave One ist ein richtig cooles Modell, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Und wir haben zwar auch viele große Teile hier, wie diese Halbbögen hier oder Viertelbögen besser gesagt. 2 Stück ergeben, einen halben Bogen dann. aber trotz einem halben Kreis, sagen wir so. Ja, achso, von hinten haben wir es noch nicht gezeigt hier mit dem Antrieb und so. Also alles in allem echt richtig cool. Hat mir echt gut gefallen, auch hat auch Spaß gemacht aufzubauen und ja, kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen und ist ja auch sowieso auch ein ikonisches Raumschiff aus den Star Wars Filmen und nicht nur aus Episode 5, wo er dann quasi ja dann Han Solo in Carbonit dann abtransportiert aus der Wolkenstadt, sondern auch in Episode 2, wenn er dann auf Kamino ist und Jango Fett das Ganze noch steuert und so, schon ein cooles Raumschiff auf jeden Fall. Und die Figuren sind auch ganz cool. Und natürlich, wie gesagt, hier diese 20-Jahre-Figur. Die ist nämlich auch nochmal absolut klasse. Gut. Ja, dann schreibt mir nochmal eure Meinung in die Kommentare, was ihr hier von der Slave One haltet. Oder was haltet ihr generell von dieser 20 Years Lego Star Wars Serie. Also ich bin sehr begeistert. Ich freue mich auf die anderen 4 Sets. Habe auch gehört, es soll noch eine spezielle Figur, ich glaube Obi-Wan Kenobi soll nochmal als Einzelfigur in so einem Polybag kommen. Wohl, im, wenn man also als Gift with Purchase dann irgendwie, muss ich mal gucken, werde ich mir auf jeden Fall auch zulegen, wenn es das dann gibt. Da werde ich auch wieder mir irgendwas von Lego Star Wars dann im Lego Store kaufen, weil die hätte ich schon ganz gerne auch die Figur. Dann sind es sogar 6 Figuren, die da in Reihe stehen. Gut, so viel dazu, zu dem Modell hier und zu den Minifiguren. Wie gesagt, in den Kommentaren gerne eure Meinung dazu schreiben. Ansonsten wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir gerne auch ein Abo da. Dabei auch der Hinweis auf meine anderen beiden Kanäle, der Hauptkanal Lengi1013 und der Sportkanal Sports@Lengi1013. Links zu beiden Kanälen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Klickt einfach mal rein. Und auch da gilt natürlich, wenn euch die Videos gefallen, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne auch ein Abo. Und egal, wo ihr ein Abo da lasst, denkt auch dran, die kleine Glocke zu aktivieren. Denn dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Nur dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.